Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel unserer Fortuna gegen die KSV Holstein. Ich begrüße beide Trainer, Ole Werner, schönen guten Abend, und auch Uwe Rösler. Der Gast hat das erste Wort. Die Gratulation von uns geht natürlich an Sie, Herr Werner. Ja, vielen Dank für die Gratulation und hallo von mir. Ich glaube, wir haben heute ein sehr reifes Auswärtsspiel gemacht hier bei der Fortuna, haben in der Anfangsphase für meinen Geschmack zu wenig spielerische Lösungen gegen das Pressing von Düsseldorf gefunden, haben auch viele Standardsituationen zugelassen, die wir dann allerdings in der Summe doch sehr gut auch verteidigt haben und sind dann mit dem Elfmeter, glaube ich, besser ins Spiel gekommen, haben heute auch dann zum richtigen Zeitpunkt die Situation so ein bisschen auf unserer Seite gehabt, was du dann vielleicht auch auswärts mal brauchst. Zum einen mit dem Elfmeter, sicherlich auch mit dem 2-0 direkt nach der Halbzeitpause, wo wir dann das natürlich super spielen tatsächlich. Danach haben wir es tiefstehend sehr gut verteidigt, relativ wenig zugelassen, selber noch ein, zwei Möglichkeiten auch vielleicht auf 3-0 zu stellen mit zwei guten Aktionen über die linke Seite. Auch in einer Aktion sicherlich mit Jani Gelios gegen Karaman am kurzen Pfosten nochmal ein super Reflex, der dann vielleicht, wenn es anders läuft, das Spiel nochmal öffnet. So, glaube ich, haben wir es dann relativ souverän über die Runden gebracht. Ich glaube, unterm Strich auch nicht unverdient. Heute 3 Punkte mitgenommen, sind darüber sehr happy. Und jetzt geht es eben darum, in relativ kurzer Zeit, auch wenn es jetzt offiziell keine englische Woche ist, wir haben trotzdem nur 3 Tage jetzt bis zum nächsten Spiel gegen Würzburg. Sondern wer die dieses Jahr gesehen hat in diesem Kalenderjahr, wie sie sich präsentieren, dann glaube ich, wird es kein Deut leichter. Insofern Blick sofort wieder nach vorne ausrichten, ja, wieder alle mit ins Boot holen. Kann eben sein, dass dann in 3 Tagen schon wieder ganz andere gebraucht werden, als es heute der Fall war. Und insofern nehmen wir diese Punkte gerne mit, aber der Blick geht eben, wie gesagt, schon direkt nach vorne. Der Fortuna alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und einen schönen Abend. Vielen Dank soweit, aber wir haben gleich noch Fragen. Habe ich schon gesehen, auch schon gedacht, von den Kieler Kollegen. Also sie müssen noch ein bisschen bleiben. Uwe, wie fällt dein Fazit des Spiels aus? Gratulation, Ole, und deiner Mannschaft. Ja, es wurde schon gesagt, also die Tore, die fielen natürlich zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt für unsere Mannschaft. Wir wollten heute höher stehen, als wir das normal machen, um die Kieler nicht in ihre Abläufe und Muster reinzukommen, die dann noch nicht immer einfach zu verteidigen sind. Das ist uns sehr gut gelungen, bis auf die ersten 10 Minuten. Erste Halbzeit war ich sehr zufrieden. Wir hatten sehr viele Ballkontakte durch die Pressingsituation, sehr viel Ballgewinne. Kam aber nicht zu diesen glasklaren Chancen. Hatten durch Standards 2 Kopfbälle, die man vielleicht besser machen kann. Generell war die erste Halbzeit absolut okay. Die Kieler sind überhaupt nicht unseren Strafraum aufgetaucht. Dann gibst du aber kurz vor der Halbzeit so einen Elfmeter weg, wo der Stürmer eigentlich mit dem Gesicht zur Eckfahne geht. Dann muss man sich cleverer verhalten und den Schiedsrichter gar nicht die Möglichkeit geben, einen Elfmeter zu pfeifen. Der trotzdem umstritten war, den muss man nicht pfeifen, aber man kann ihn pfeifen. Haben uns viel vorgenommen für die zweite Halbzeit. Erste Halbzeit war generell okay. Zweite Halbzeit kommst raus und du kriegst nach einer Minute das 2-0. Das ist natürlich dann ein Hammerblow für uns gewesen. Und die Mannschaft hat dann hinten raus alles probiert. Haben gegen tiefstehende Kieler Abwehr nicht diese Mittel gefunden, nicht diese höhere Anzahl an Chancen zu kreieren. Wir hatten 2 super Chancen durch Kenan und durch Toni Pledel, die sehr, sehr groß waren. Aber unsere Standards zweite Halbzeit waren nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Qualität heute in diesen Halbräumen, die Qualität am gegnerischen Strafraum, haben die Kieler uns heute eine Lehrstunde gegeben. Wenn man mal nur ihre 2 oder 3 Flanken sieht aus dem Halbfeld, die waren für diese Liga sehr, sehr ungewöhnlich und haben natürlich dann noch Riesenchancen kreiert. Generell, Mannschaft hat alles gegeben, alles versucht. Hinten raus sind uns gegen die tiefstehende Kieler Mannschaft dann die Lösung ein bisschen ausgegangen. Danke. Kommen wir zu den Fragen, die eingereicht worden sind. Du hast dich zum Elfmeter gerade schon geäußert. Gianni Costa von der Rheinischen Post möchte auch gerne von Ihnen wissen, Herr Werner. Wie haben Sie diesen Elfmeter gesehen?
Ja, im Spiel habe ich von der Bank, die allerdings dann auch die wahrscheinlich denkbar schlechteste Position im Stadion war, gedacht, dass es ein klarer Elfmeter ist, also ein klarer Kontakt. Ich habe jetzt im Nachgang das noch nicht im TV-Bild gesehen und habe auch schon gehört, dass es eben durchaus strittig gewesen ist. Aber mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen aktuell. Frage von Bernd Jolitz, Rheinische Post, an dich, Uwe. Warum entwickelte die Offensive so wenig Durchschlagskraft? Und gleich dazu, wäre in der zweiten Hälfte nicht Christopher Petersen eine mögliche Belebung gewesen? Also erstmal der zweite Teil der Frage. Wir haben uns entschlossen, dann David reinzubringen. Und weil wir dann 2-0 hinten lagen, ich wollte nicht einen unserer Stürmer rausnehmen. Haben uns dann für 4-3-3 entschieden. Ich wollte auch David mal sehen, auf der rechten Seite auch für die Zukunft gesehen. Und ich glaube, David hat es ganz ordentlich gemacht. Das war der Ansatz. Warum nicht Christopher Petersen? Sondern wir wollten den dritten Stürmer auf dem Platz haben. Und die Lösung halt, das war ein Spiel auf Augenhöhe gewesen. Ja? Und wir hatten erste Halbzeit Halbchancen gehabt. Im Zoom-Spiel musst du auch mal einzeln in Führung gehen, dann sieht das auch ganz anders aus. Ja? Und wir sind nicht in der Lage, oder wir sind kein Fußballer, keine Mannschaft, die hier jede andere Mannschaft in der Liga herspielt. Ja? Wir müssen uns alles hart erarbeiten und das machen wir. Wir versuchen alles. Meine Mannschaft hat alles probiert. Sind aber dann, die Kieler haben auch eine der besten Abwehrreihen, das muss man auch sagen. Tiefstehend und dann war es schwierig. Wir hatten trotzdem noch 2-3 super Chancen. Ja? Und die muss man dann noch nutzen, wenn man gegen so eine Mannschaft nochmal zurückkommen will ins Spiel. Du hast ziemlich viel, glaube ich, schon von der nächsten Frage beantwortet. Die kommt von Gianni Costa nochmal. Es ist wieder eine Niederlage gegen ein Top-Team gewesen. Warum schafft Fortuna es nicht, sich gegen die Schwergewichte der Liga durchzusetzen? Ja, das ist eine gute Frage und eine berechtigte Frage. In solchen Spielen bekommt es Details an. Wir wollen jetzt in den drei Spielen gegen Fürth, Hamburg und Kiel über weite Strecken des Spiels komplett auf Augenhöhe. Ja. Und gehen aber bis auf das Hamburg-Spiel in den anderen zwei Spielen jedes Mal 1-0 in Rückstand. Geben generell über 90 Minuten nicht viel weg an Torschancen. Aber was wir weggeben, wird dann meistens immer sofort bestraft. Und das macht halt den Unterschied. Carsten Lappe möchte gerne von Ihnen, Herr Werner, wissen, was wäre Ihnen denn lieber, Aufstieg oder Pokalfinale? Ach ja, die Frage. Ach, ja. Nee. Nun, das ist kein Wunschkonzert. Ja, wir versuchen einfach Aufgabe für Aufgabe uns gut vorzubereiten auf das jeweils nächste Spiel. Dann wird man am Ende des Tages sehen, wofür es reicht. Nächstes Spiel ist Würzburg Kickers, dazu habe ich schon was gesagt, zu der Schwere der Aufgabe. Und insofern, leider darf ich es mir nicht wünschen, insofern hat sich die Frage dann auch erübrigt. Uwe, auch Carsten Lappe wieder fragt dich, wie realistisch ist das Aufstiegsziel bei jetzt 7 Punkten Rückstand? Also tabellarisch, da die Niederlage heute sehr weh, muss man anerkennen. Das trifft uns. Ne? Aber wir schreiben unsere Ziele hier nicht ab. Wir werden das ganz normal das Spiel analysieren, wie wir es immer machen. Und dann aufrichten und dann in Regensburg. Wir müssen dort nicht nur punkten, wir müssen versuchen zu gewinnen, ja, weil die Spiele werden weniger. Es sind noch 42 Punkte zu vergeben, glaube ich. Ja, und wir müssen Winning Streak wieder setzen, so wie man das in der Hinserie, am Ende der Hinserie gemacht haben, Mitte, Ende der Hinserie. Alles andere hilft nichts. Gianni Costa nochmal an dich auch, Uwe. Felix Klaus wirkte, als würde er mit angezogener Handbremse spielen. Ist es noch mangelnde Abstimmung mit dem Team oder wie würdest du seine Leistung einordnen? Du hast in den vorigen Partien oft schon zur Halbzeit doppelt gewechselt, diesmal vergleichsweise spät. Könntest du bitte deine Beweggründe dafür erläutern? Erstmal möchte ich hier nicht in die Analyse eines einzelnen Spielers gehen. Generell habe ich nicht zur Halbzeit gewechselt, weil wir voll im Spiel waren. Aus dem Punkt, wir haben Kielern überhaupt nichts gestattet. Der Elfmeter, das war eine Sache, die liegt auf unserem Tisch. Das hätten wir besser machen müssen. Den Schiedsrichter gar nicht erst die Möglichkeit geben. Darum habe ich zur Halbzeit auch nicht gewechselt, weil ich auch nicht der Meinung war, dass wir hätten wechseln müssen. Und Felix und alle anderen Leistungen der Spieler werden wir intern analysieren. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht nach so einem emotionalen Spiel der richtige Zeitpunkt, das auch öffentlich zu machen. Ole Werner, Jan Wochner, ARD Radio, fragt, wie nah kam das heute an einen perfekten Abend ran, was die Leistung angeht?
Ja, zunächst mal vom Ergebnis ist es perfekt für uns, ohne Gegentor auswärts zu bleiben bei einer starken Mannschaft. Ist dann auch für uns schon hervorzuheben. Und von der Leistung gibt es immer Dinge, die man verbessern kann. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben sicherlich auch in der ersten Halbzeit unter Druck nicht immer die klarsten Lösungen gefunden, haben einen Elfmeter gebraucht, um uns so ein bisschen frei zu schwimmen und daneben halt auch so einen Spielverlauf auf unserer Seite gehabt. Ich glaube, so wie Uwe das gerade gesagt hat, in so einem Spiel, das auf Augenhöhe ist, entscheiden dann häufig so einzelne Aktionen und die haben wir heute sehr gut für uns genutzt. Aber dennoch gibt es auch dann zwischen den Strafräumen eine ganze Menge Dinge, die wir auch nicht gut gemacht haben. Ja, und trotz alledem ist es eben so, dass wir mit der Gesamtleistung natürlich zufrieden sind. Und ein perfektes Spiel gibt es im Fußball sowieso nicht. Wir haben immer unsere Themen und an denen müssen wir auch dranbleiben und die auch konstant weiterentwickeln. Die Kieler Nachrichten sind auch mit dem Spiel hier. Marco Nehmer fragt sie. Düsseldorf hatte viele ruhende Bälle. Deine Mannschaft hat aber praktisch alles souverän wegverteidigt. Ist die Baustelle Standards defensiv mittlerweile erfolgreich geschlossen? Ja, das ist auch so ein Thema, das du immer wieder unter Beweis stellen musst. Aktuell verteidigt die Mannschaft das sehr gut. Ja, wir haben das auch im Training auf unsere Tagesordnung genommen. Ja, Fabian Boll, der hauptverantwortlich für ist im Endeffekt bei uns, hat das mit den Jungs bearbeitet und aktuell liegt da ein Fokus drauf. Aber so wie im Fußball immer, kommen diese Themen zurück. Ja, wir hoffen, dass wir möglichst lange so gut verteidigen können und du musst trotzdem immer wieder die Sinne schärfen. Und solange wir das in der Art und Weise tun, wie jetzt in den letzten Spielen, können wir damit, glaube ich, dann auch zufrieden sein. Patrick Scherer von Express, für dich, Uwe. Wie musst du jetzt mit deinem Team umgehen? Auf Selbstreinigungsprozesse setzen oder mal eine härtere Gangart wählen? Okay, härtere Gangart. So, ich weiß nicht, Patrick, was du damit meinst. Ich nehme mal an, dass du meinst, dass wir die Spiele klar analysieren. Das machen wir. Das machen wir nach jedem Spiel. Ob wir gewinnen, verlieren oder unentschieden. So, da werden ganz klar aufgezeigt, was wir gut machen, was wir nicht so gut machen, wo wir uns verbessern können. Das wird sich auch nicht ändern. Härtere Gangart. Ich bin so, wie ich bin. Ich rede mit meinen Spielern, nur ich mache das halt nicht in der Öffentlichkeit gerne, ja, weil es ist wichtig, dass wir die Spieler aufbauen und jetzt in so einer Lage, weil die haben alles gegeben. Du kannst jetzt nicht den Spielern nicht vorwerfen, dass sie nicht gelaufen sind, nicht gesprintet sind, nicht gepresst haben. Und der Spielverlauf ist halt komplett gegen uns gelaufen. Und sind dann irgendwann die spielerischen Möglichkeiten hinten raus sind weniger geworden. Aber ich härtere Gangart, ich bin so, wie ich bin, ich mache das genauso weiter. Letzte Frage, selber Frager. Was muss passieren, damit ihr den 7-Punkte-Rückstand noch aufholen könnt? Winning Streak, hast du schon gesagt. Spiele zu gewinnen, ja. Danke. Ich kann nichts mehr erkennen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Vielen Dank, dass ihr beide so offenherzig mit euren Antworten wart. Schönen Abend für alle und vor allen Dingen gute Heimreise dann morgen. Ja, danke, vielen Dank. Und natürlich, falls mich noch jemand hört, gute Heimreise auch für alle Kollegen.